Ja, Roman Wallner wird erstmals Cheftrainer. Ist eine Schlagzeile, die sich durchaus sehen lassen kann, oder? Was löst das bei dir aus, Roman? Ich habe mich irrsinnig gefreut. Ich habe auch bei den Gesprächen vom Verein her ein sehr gutes Gefühl. Mir ist ziemlich viel Vertrauen entgegengesprochen worden. Und ich denke, für meinen nächsten Schritt ist das sicherlich eine sehr gute Option für mich. Mhm. Du hast ja trotz einiger Angebote, unter anderem also Sturmakademie, Nachwuchs für den SRK entschieden. Warum? Kannst du uns kurz aufklären? Erstens habe ich ein gutes Gefühl da beim SRK. Zweitens habe ich da quasi nach dem aktiven Fußball die Möglichkeit gekriegt, ins Trainergeschäft reinzuschnuppern. Ich habe als Individualtrainer begonnen, habe dann 3 Spiele die Chance gekriegt, die Mannschaft zu übernehmen. Das war für mich eine total interessante Aufgabe, weil ich ein bisschen Blut gekriegt habe. Die Mannschaft war natürlich hervorragend, das war als Trainer jetzt nicht in dem Übermaßen schwer. Die Schwierigkeit bestand halt darin, dass man die Motivation hochhaltet, aber bei der Mannschaft, die früher da war, war das einfach überhaupt kein Problem. Und die Mannschaft hat es mir sehr leicht gemacht und mir hat es auch, wie gesagt, irrsinnig viel Spaß gemacht. Und ich glaube, dass beim SRK in weiterer Folge wieder was entstehen kann. Und wir sind jetzt dran am Arbeiten, dass wir da eine gute Mannschaft und einen lässigen Kader zusammenstellen für nächstes Jahr. Mhm. Deine Karriere am Vöhrdl als Stürmer ist ja auch sehr schnell gestartet. Du hast ja letztes Jahr erst A-Lizenz-Trainer abgeschlossen. Kann man davon ausgehen, dass die Trainerlizenz genauso, also die Trainerkarriere genauso schnell nach oben geht? Abgeschlossen habe ich es im vorletzten Jahr, bevor ich aufgehört habe. Das ist, wie ich dann nach Grödig zurückgegangen bin in die Regionalliga, ist das perfekt ausgegangen. Mhm. Schwierig zu sagen. Also ich bin der Meinung, so wie man das Fußballspielen von klein auf lernt, sollte man auch die Trainertätigkeit von klein auf Schritt für Schritt weiterverfolgen, weil es doch natürlich komplett was anderes ist. Du hast ganz andere Aufgaben, du bist für viel mehr Leute zuständig. Auch jetzt, wie es dann in weiterer Folge kommt, die Kaderplanung, dass du wirklich gute Charaktere, willige Spieler zusammenstellst. Es ist ganz was anderes. Also schnell. Ich bin froh, dass ich, nachdem ich aufgehört habe, die Möglichkeit gekriegt habe, im Sport zu bleiben. Das war in erster Linie mein Ziel. Welche Richtung sich das entwickelt, habe ich jetzt auch noch nicht hundertprozentig sagen können. Die Trainertätigkeit habe ich immer in gewisser Weise im Auge behalten. Mein Ziel war, dass ich mir in weiterer Folge auch breiter aufstehe, weil Sport ist jetzt nicht nur Trainer, sondern gibt sehr viele verschiedene Tätigkeiten. Deswegen, wie ich mir schon geredet habe, ich ein Sportstudium angefangen, was mich natürlich in der Situation und am Blick hinter die Kulissen, Vereinsstatuten etc. sicherlich von Hilfe ist. Mhm. Du bist ja sehr ruhig und sehr, sehr geerdeter Typ. Kann Roman Wallner auf der Seitenlinie aber laut werden auch? Ja, das wird sehr rasch stehen. Jetzt war noch nicht so die Situation, dass ich sauer werden habe müssen. Natürlich kann ich sauer werden, aber ich bin selbst darauf bedacht, dass man immer einen Respekt zum anderen hat. Ich glaube, dass ich vom Charakter her anders bin, wie ich am Platz war. Privat war ich im Prinzip immer eher ruhiger, am Platz habe ich mich ausgelebt. Und das Trainertätigkeit ist halt eine ganz andere Rolle, wo vielleicht die Privatperson mehr zum Vorschein kommt. Und ich bin der Meinung, dass man mit einer Ruhe sicher viel mehr erreichen kann, aber es wird sicher Situationen geben, wo man einmal lauter werden kann. Dann hoffen wir, dass bald wieder losgeht am Vöhrdl und dann werden wir dich beobachten, wie es auf der Seitenlinie agiert. Dankeschön, Roman. Okay. Alles Gute.